Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir im Urlaub. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir im Urlaub. Es ist sehr früh am Morgen und ich laufe jetzt mit euch den Strand entlang, den ich eigentlich jedes Jahr mit euch benutze. Wenn wir zum allerersten Mal hier in Kroatien ankommen, hier oben ist unser Haus. Und ich möchte euch zeigen, wie nah das Haus am Meer ist. Wir gehen jetzt hier die Treppen runter. Und ich muss euch erzählen, die Anreise ist sehr, sehr gut verlaufen. Allerdings, allerdings war es so, dass wir sehr gut angekommen sind in Split. Aber dass unsere Koffer nicht mitgekommen sind. Wir haben drei Koffer und alle drei Koffer sind nicht mitgekommen. Wurden aber Gott sei Dank nachgeliefert, einen Tag später. Aber ihr könnt euch vorstellen, was das für eine Umstellung war, wenn man ein bis zwei Tage lang in denselben Klamotten rumlaufen muss und dann noch Zahnbürste und alles, was man braucht, dafür besorgen muss. So, wir befinden uns hier in der, ja, hier vorne ist noch ein Supermarkt und da hinten ist noch eine Wechselstube. Und ihr seht, ich habe nicht lange gebraucht bis zum Strand. Denn wir sind nämlich schon da. So, das ist die Promenade. Mal gucken. Und dann haben wir hier schon den Strand. Ich drehe das mal eben um. So. Der Liegemeister, der stellt schon mal die Liegen auf. Und hier sind schon die ersten Gäste am Baden. Aber es ist einfach herrlich. Dann haben wir hier noch den Hafen. Und es macht mir überhaupt nichts aus, mit euch zu quatschen. Ich habe mich schon dran gewöhnt, auch wenn die Leute mich hier anschauen. Da haben wir hinten die Berge nochmal und dann ist hier noch ein Aquaspielplatz. Und ich finde die Landschaft einfach herrlich. Die ist unbeschreiblich schön und ich kenne niemanden, der gesagt hat, es ist furchtbar hier. So, wir sind jetzt hier am Plateau und ja, ich bin sehr froh, dass ich wieder hier bin und ich würde hier jedes Jahr wieder kommen. Ja, wir genießen das hier voll und wer mal nach Kroatien kommen möchte, kommt nach Breda. Das ist einer der schönsten Orte für mich persönlich und nicht nur das, weil meine Eltern auch hier wohnen, sondern im Allgemeinen. Es ist eine wunderschöne Landschaft. Die Geschichte mit den Koffern ist mir noch nie passiert. Und zwar war es so, wir saßen schon oben im Flieger in der Luft und dann kam die Durchsage vom Piloten. Sehr geehrte Damen und Herren, leider haben wir eine schlechte Nachricht. Und ihr könnt euch vorstellen, wie mir erstmal zumute war, hoch oben in der Luft mit einer schlechten Nachricht.
Sie hätten irgendwie zu viel Kerosin getankt, die Maschine wäre zu schwer gewesen und sie haben sich entscheiden müssen, entweder nehmen sie die Passagiere mit oder nur die Koffer. Also haben sie sich für die Passagiere entschieden und die Koffer sollten dann nachgeliefert werden. Ich muss sagen, der Service war gut, nur dass das Ganze lange gedauert hat. Wir mussten natürlich die Koffer dann auch als Verlust gemeldet haben, verloren gemeldet haben. Das hat eine Stunde gedauert da in der Schlange. Aber die Koffer wurden wirklich am nächsten Tag von einem extra Fahrer direkt bis vor die Haustür geliefert. Und von daher also sind wir mal gnädig, aber das Gefühl oben in der Luft mit einer schlechten Nachricht, das wünsche ich niemandem. Ach ja, noch einen wunderschönen Dank an die Jasmin. Ihren Kanal verlinke ich unten in der Infobox und hier oben, genau, hier oben glaube ich. Und sie hat sich die Mühe gemacht und ganz viele YouTuber gefragt, ob sie nicht mitmachen wollen. Und sie hat ein ganz tolles Video geschnitten. Schaut euch an, das ist wirklich ganz toll gewesen. Hier an dieser Stelle, Jasmin, vielen Dank. und danke, dass ich mitmachen durfte. Ich gehe jetzt ein Stückchen noch und dann zeige ich euch noch ein bisschen die Landschaft.